zurück an meinem Schreibtisch und ich möchte jetzt gerne wieder eine neue Wochendeko machen. Ja, ich dachte, wir schauen vielleicht erstmal die alten Oktoberwochendekos durch, weil es ist ja tatsächlich schon wieder die letzte Oktoberwoche, die wir jetzt dekorieren. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ich habe mir hier schon ein bisschen was zusammengesucht und zwar ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch keine einzige Deko mit Kürbissen gemacht habe, sondern immer nur mit Blättern und Wald. Deswegen habe ich jetzt, und ich habe wirklich fast gar nichts mit Kürbissen, ich habe jetzt das hier gefunden. Das war mal in einer Daphnes Diary drin. Das sind Sticker. Ich habe noch ganz viele alte Zeitschriften und oft kaufe ich mir im Herbst Zeitschriften, ist mir so aufgefallen. Jedenfalls habe ich jetzt alles durchgeschaut und es war irgendwie nirgendwo was mit Kürbissen. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind diese Sticker hier. Da sind immerhin zwei drauf und diese sehr schönen Pilze. Ich denke mal, dass ich vielleicht im November nochmal so eine pilzige Woche machen werde. Grundsätzlich möchte ich gerne im November so ein bisschen düsterer werden. Ich finde im November immer so dieses ja, neblige, mystische ganz schön. Aber diese Woche würde ich jetzt gerne also ein bisschen was mit Kürbissen machen, weil ich glaube ich noch gar keine hatte. Wir schauen gleich nach. Und ich würde gerne das ausprobieren, was jetzt irgendwie schon die liebe Jenny, glaube ich, heißt sie, von Nauseous Notes gemacht hat und die Eileen von dem Kanal Vergissmeinnicht. Und zwar mit Blätterstempeln. Also Blätter habe ich ja bisher immer gepresst und eingeklebt, aber die zwei haben mit den Blättern gestempelt und ich finde das total cool. Und ich war diese Woche mit meinem Sohn im Zuge einer Grundschulhausaufgabe im Wald unterwegs, um Blätter zu sammeln. Und zwar war die Aufgabe, ein Eichenblatt, ein Kastanienblatt, ein Buchenblatt, ein Birkenblatt und ein Ahornblatt. Und hat wirklich ziemlich lange gedauert. Wir waren ziemlich lange unterwegs, um wirklich alle Baumsorten zu finden. Kastanie war schon total hinüber. Und wir haben dann aber noch eins gefunden, was aber schon ziemlich vergammelt war irgendwie. Die Kastanienblätter sind halt schon ewig runtergefallen gewesen. Ja, und drei davon habe ich mir jetzt gemopst. Also wir haben ganz viele Blätter gesammelt. Diese drei habe ich mir jetzt auf die Seite und damit versuchen wir jetzt zu stempeln. Jetzt suche ich mir gerade mal den Oktober her, weil wir ja mal die Oktoberseiten anschauen wollten. Mal gucken, ob ich im Bild bin. Ich bin da ja mal gerne außerhalb des Bildausschnitts. So, hier fängt der Oktober an, genau. Diese Deko habe ich erst kürzlich gemacht, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Also da sind sogar ein paar Kürbisse hier. Ja, und hier habe ich die erste Kürbissuppe gekocht. Also habe ich doch eine Deko mit Kürbissen, wenn auch nur so klein am Rande. Dann diese Deko. Ja, keine Ahnung, da hat mir irgendwie dieses Mädchen so gut gefallen in irgendeiner Zeitschrift, die habe ich mir rausgemacht und dann habe ich hier ein paar so Blätter und diese Idee-Sticker mit den Gesichtern, die ich einfach voll süß finde, benutzt. Ja, dann diese Deko, die haben wir ja zusammen gemacht. Das war die Wochendeko, vor 2 Wochen, glaube ich, haben wir das gemacht. Ja, ist ja nicht so ganz mein Farbschema, aber ja, und das war jetzt die letzte Wochendeko, die ich im Oktober noch gemacht habe. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da habe ich hier diese Stanzteile benutzt, die in meiner Happy Mail waren. Ein echtes Blatt. Ich glaube, das ist. Nein, Birke ist es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Wald und Blättern nicht so aus. Jedenfalls, ja, gefällt mir das auch sehr gut. Da habe ich ein bisschen meine neuen Tapes benutzt. Von Landengift ist das hier zum Beispiel. So ein Windry-Mädchen, so ein Kaffee-Girl. Und ja, und diese Woche werden wir jetzt dekorieren. Ich zeige euch dann zum Schluss noch meine Halloween-Woche. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja.
Ich versuche dran zu denken. Meine Halloween-Woche ist nämlich auch schon fertig. Die dekoriere ich jetzt nicht mit euch gemeinsam. Die habe ich nämlich. Ach komm, ich zeig's euch jetzt gleich. Da ist mir nämlich ein Sheet von Auroras Heart in die Hände gefallen. Und mit diesen Stickern hier. Und dann habe ich mir gedacht, die dekoriere ich jetzt gleich, bevor ich dieses Sheet wieder irgendwo verlege und nicht mehr finde. Dann habe ich hier so ein Washi benutzt, das ich schon ganz lang habe. Das ist auch schon wirklich uralt, dieses Washi mit diesem Friedhof. Finde ich aber nach wie vor eigentlich sehr schön für Halloween. Die Claudia Muscat-Sticker finde ich passen auch immer so ein bisschen in so, ja, in so ein bisschen mystisch angehauchte Dekos. Dann habe ich irgendwann mir mal hier diese Sticker gekauft, diese, ja, Dictionary-Sticker. Ja, und das ist jetzt dieses Windry-Mädchen, das habe ich ja, war jetzt in dieser Herbst-Edition dabei, das habe ich jetzt hier noch mit eingefügt und ja. Genau, also ich finde, es ist ganz gut geworden, ist noch ein bisschen Platz für Schrift, falls ich noch irgendwas eintragen muss. Und ja, dann beginnt ja schon, also das ist ja eigentlich schon die erste Novemberwoche, weil der 1. November ist ja der Dienstag, genau, Dienstag. Ja, da habe ich frei, dieser Brückentag, da habe ich frei, da habe ich auch frei. Und an dem in dieser Woche arbeite ich im Endeffekt nur 2 Tage. Also hier diesen freien Tag habe ich jetzt erstmal gestrichen, weil meine Stunden nicht mehr ausgereicht haben. Also ich werde wahrscheinlich Freitag und Donnerstag arbeiten. Mal gucken. Und dann ist es eine schöne kurze Woche. Da mache ich auf jeden Fall Homeoffice und ja, hier wahrscheinlich dann auch so ein paar Stunden, so 2, 3 Stunden, denke ich mal, werde ich da machen. Ja, also die Halloween-Woche, so haben wir das auch gleich abgehakt für alle Halloween-Fans. Ich selber bin jetzt nicht so der große Halloween-Fan. Also ich dekoriere für die Kinder und die Kinder gehen auch rum, verkleiden sich ein bisschen und gehen mit ihren Freunden rum, um Süßigkeiten zu sammeln. Ja, die lieben das natürlich. Hinterher dann die ganze Süßigkeitenausbeute, beziehungsweise manche Eltern geben auch Äpfel oder Mandarinen. Ja, also so viel zu Halloween. Wir feiern ansonsten kein Halloween. Es ist, wie gesagt, mehr so ein Kinderding. Und die finden es halt ganz toll und deswegen gönne ich ihnen das auch und hab dann auch immer so ein bisschen Halloween-Deko vor der Tür stehen und Kerzen und Grablichter und ja, so ein bisschen Deko halt für die Kinder, die vorbeikommen. Genau, aber das ansonsten, ich gehe auf keine Halloween-Kostümparty oder so. Ja, okay, jetzt also zu dieser Woche. Ich überlege jetzt gerade, mit was ich anfange. Ich wollte ja, wie gesagt, mit den Blättern stempeln. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe die Blätter jetzt ein bisschen gepresst, weil für die Schule, also er muss sie morgen mit in die Schule nehmen, da mussten sie gepresst sein. Und ja, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe ansonsten ja auch noch einen Blätterstempel und den hole ich mir jetzt. Und die Stempelfarben brauchen wir auch noch. Ja, ich würde sagen, wir schauen erstmal, welche Farben in Frage kommen. Also das Vintage-Foto mag ich ja sehr, sehr gern. Das könnten wir auf alle Fälle benutzen. Das sieht so ein bisschen grau-grün aus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieses habe ich noch nie probiert. Das eventuell. Was habe ich denn dann noch? Das eher nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich nehme mir, ja, Gold und Rosa auch nicht. Nee, das glaube ich. Möchte ich auch nicht. Das ist ganz gut vielleicht. Ja, eventuell das hier noch. Braun ist auf jeden Fall eine gute Idee. Orange. Gelb. Mal gucken. Ja, nee. Das denke ich mal, ist mir zu grell. Rot. Ja, vielleicht so ein Rot wäre schon schön. Da habe ich auch noch mal. Oh, das sind richtig viele. Das ist eine richtig große Ausbeute.
Ich glaube, ach gut, jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt. Ich glaube, ich brauche ein Papier, um hier mal ein bisschen zu testen, welche Farben ich denn nehmen möchte. Vielleicht mische ich auch ein paar Farben. So, jetzt habe ich mir erstmal Zewa geholt und Wasser, dass ich dann auch die Stempel wieder ein bisschen sauber machen kann. Und ja, jetzt, ich hab mir gedacht, wir probieren da jetzt nicht lang rum, sondern stempeln einfach drauf los. Aber wir könnten zumindest hier die Stempel in meinem Chunk Journal ausprobieren, weil dafür habe ich es ja. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Seite, die noch leer ist. Mal schauen, da muss ich jetzt hier, seht ihr was? Nee, ihr seht nichts. Da muss ich jetzt mal kurz hier so eine Klammer reinmachen. Und dann machen wir das jetzt so, dass wir sozusagen beides bestempeln. So, ich rutsche das mal ein bisschen rüber, sodass es noch im Bild ist. Und das ist jetzt auch im Bild. So, ich bin jetzt echt gespannt, welches nehmen wir zuerst? Vielleicht das Eichenblatt. Und also diese zwei oder beziehungsweise dieses Gelb hier ist, glaube ich, schon sehr sommerlich. Also wenn ich mir jetzt dieses Blatt hier anschaue, ist das Gelb, glaube ich, zu stechend. Das, glaube ich, sortieren wir mal ein bisschen aus. Wir nehmen jetzt mal das hier. Wobei dieses Eichenblatt ist ja braun, ne? Das ist braun. Also nehmen wir doch einfach braun. Und ich finde, dieser Farbton hier würde ganz gut passen. So, und jetzt, ach, jetzt habe ich natürlich wieder kein Blatt zum Unterlegen. Ah, ich bin so super vorbereitet. So, also jetzt habe ich hier zumindest schon mal ein Blatt, weil irgendwie muss ich das ja hier drauf tupfen. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, was das jetzt hier für eine Matscherei wird. Aber okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Und ich würde ja gerne das zweifarbig machen. Deswegen nehmen wir jetzt das hier noch mit dazu, zu grün. Ursprünglich war das ja auch mal grün, das Blatt. Und ich weiß nicht, ob dieses Stempelkissen noch so viel Farbe abgibt. So. Und sind wir mutig? Ja, wir sind mutig. Hier wollte ich so ein bisschen die Kürbisse hinmachen, deswegen machen wir jetzt hier das Blatt hin. So. Und ich dachte, ich mache mit diesen Blättern, beziehungsweise dann mit den Kürbissen so eine Art Rahmen. Und schauen wir einfach mal, ob das hier was geworden ist. Ja. Ja, das Grün ist nicht mehr so optimal, würde ich mal sagen. Wir probieren jetzt mal dieses Grün aus. Es ist zwar ein bisschen hell, aber vielleicht ist das hier ein bisschen farbintensiver. Das habe ich nämlich schon beim Drauftupfen gemerkt, dass das ziemlich ja, nicht so gut ist. So, und hier ein bisschen braun noch. Man muss da richtig, glaube ich, tupfen. So, das machen wir jetzt mal hier so drauf. Es ist jetzt schwierig, weil dieses Buch schon nicht mehr so eben ist, sondern ja, schon so ein bisschen schwierig. Da sind halt drunter schon einige Sachen. Und ich matsch hier gerade schon ziemlich mit den Fingern. Ja, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht.
Jetzt machen wir. Wo ist jetzt der Deckel von diesem einen hier? Wo habe ich das jetzt hin? Ah, hier. Den machen wir jetzt mal zu. Und machen dieses hier noch. Ich versuche mal hier das alles auch bis in diese Spitzen reinzubringen. So. Das ist schon eine ziemliche Sauerei, muss ich sagen. Vielleicht so. Ich habe nur jetzt schon so Farbe an den Fingern, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass nicht meine Finger auch noch stempeln. Ja, also ich glaube, wir nehmen jetzt mal ein anderes Blatt. Wir nehmen mal jetzt Rot und Ahorn. Ahorn wird doch dann so typisch rot. Wir probieren das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob dieser Stempel noch was ist. Ich weiß auch nicht, ob ihr gerade im Bild seid. So. Ich wische jetzt einfach mal ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist besser. Und ich mache dann auch noch ein bisschen so rot, haben wir jetzt. Und Orange. Das hier vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr im Bild seid. Falls ihr nicht im Bild seid, sorry. Ihr kommt gleich wieder ins Bild jetzt. Ich glaube, so ist es besser. So, wir gucken mal. Wir machen dieses Blatt. Hierhin. Es ist echt gar nicht mal so einfach. Jetzt habe ich auch noch über den Termin. Na ja, gut, das müsste man trotzdem sehen, hoffe ich. Aber ich habe wieder diesen Fineliner benutzt, der nicht wasserfest ist. Ich weiß auch nicht, wieso ich den immer benutze. Ich schreibe mit dem so gern. Aber das ist für solche Sachen halt. Ja, ich weiß nicht. Mich überzeugt es noch nicht so ganz. Ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt auch noch so ein Blatt in mein Junk Journal. Sieht aus wie die Klecksereien von einem Kind. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Vielleicht kann man die Deko ja noch irgendwie retten. So, jetzt haben wir hier, dass ich die nicht vertausche. Das machen wir jetzt hier so her. Ja, das ist jetzt eigentlich ganz gut geworden. Es sieht auch so, finde ich, ganz schön aus. Vielleicht klebe ich dann dieses Blatt hier so drüber. Ja, jetzt haben wir noch, ich glaube, das ist Birke. Und das machen wir jetzt auch noch. Was haben wir noch nicht? Braun. Doch, braun haben wir schon. Grün. Ich glaube, ein bisschen was Grünlicheres könnten wir noch vertragen. Was haben wir hier noch für Farben? Das ist zu hell, finde ich.
Diesen Stempel wollte ich dann auch noch ausprobieren. Wir machen dieses Grün haben wir schon, ne? Ach, wir machen, warte mal, wir machen dieses Grün hier. Das haben wir noch gar nicht. Ich glaube, das ist sehr hell. Es gibt auch kaum noch Farbe, aber ich glaube, das ist hinüber. Das möchte ich nicht. Wir machen noch mal dieses Grün hier. Ja, das gibt gut Farbe ab. Das sieht sehr gut aus. Ich das hier nur irgendwie so machen, dass ich im Bild bin. Und so, dass ich nicht alles vollklickere. Also probiert es gerne mal aus. Ist gar nicht mal so einfach. So, das machen wir jetzt. Also hier wollte ich ja Kürbisse so hinmachen. Dann machen wir das jetzt hier so her vielleicht. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ihr noch ein Bild seid. Ich hoffe es einfach mal. Ja. Naja. Keine Ahnung. Muss ich mal meine Finger ein bisschen hier. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Stempelqueen. Ich finde, bei Jenny hat das Ganze ein bisschen besser ausgesehen. Aber nichtsdestotrotz stempeln wir jetzt hier noch diesen Farn her. Und zwar mit dem hier. Das ist gut geworden, na, bis auf diesen einen Strich hier. Und mit dem hier machen wir jetzt noch so einen Farbverlauf aus diesem helleren Braun und diesem dunkleren Grün. Und ach komm, wir machen auch noch ein bisschen Orange oder Gelb. So, und das stempeln wir jetzt hierher. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Vielleicht hätte ich nur damit stempeln sollen. Dann machen wir den mal kurz ein bisschen sauber. Und oh, Moment, das wird jetzt gerade nicht so gut. Ich wollte den Stempel noch mal verwenden. Wir machen das anders. Gott, dieser Schreibtisch ist zu klein. So, Moment. So. Ja, passt. Okay. Wir machen noch ein bisschen rot-orange. Ich habe das Stativ gekommen, wie immer. Ich fand das hier nämlich gar nicht mal so schlecht. Und so. Das machen wir jetzt noch. Ja, wohin? Ich erzähle hinterher einfach, diese Deko haben meine Kinder gemacht. Oh no. Ja, wunderbar. So geht das jetzt hier nicht zu. Eigentlich.
Achso, ich hatte den falschen Deckel. So, also. Jetzt machen wir schnell die Stempel sauber, bevor hier wieder alles eintrocknet. Einmal den hier. Und einmal den hier. So, also bin ich so begeistert, muss ich sagen. Vielleicht klebe ich dann doch hier so die Blätter drauf. Ich muss mal gucken. Also es ist, ist mir nicht so gut gelungen, wie ich erhofft habe. Aber momentan ist es hier alles noch sehr nass. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Aber ich bin ehrlich, mir gefällt es nicht. Nee, mir gefällt es nicht. Und jetzt kommt aber das... eigentlich war ja der Plan, dass ich dieses Mädchen dann hier so herklebe. Aber ich weiß gar nicht, kann man diese Blätter überhaupt erkennen? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen und machen hier diese Kürbisse hin. Ich habe ja hier dieses Mädchen mit dem Kürbis. Dann habe ich diese Kürbisse gefunden. Und hier noch diesen großen Kürbis. Also vielleicht klebe ich den hier so auf. Vielleicht hätte ich noch irgendwie was, so ein Papier drunter kleben sollen. Ich habe hier noch so ein Stück. Das ist auf einer Seite so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Es hat ein bisschen so Struktur auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo ich das hier habe. Kann man auch gar nicht so gut reißen, muss ich sagen. Aber vielleicht mache ich hier das so ein bisschen her. Wo ist mein Kleber? Ja. Während ich jetzt klebe, kann ich euch ja noch ein bisschen was erzählen. Ich wollte mich zum einen nochmal bedanken für eure immer total lieben Kommentare, die ihr unter meinen Videos hinterlasst. Und ich muss ja sagen, ich habe dieses Ganze mit dieser Premiere immer nicht so gemacht. Also ich habe manchmal eine Premiere veröffentlicht und manchmal nicht. Aber ich war eigentlich selten dabei, weil ich mir gedacht habe, ja komm, schaut sich eh keiner zur Premiere an. Aber dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass da wirklich immer doch etliche am Start sind und da miteinander chatten. Und also ich hätte nie gedacht, dass jemand sich so interessiert, dass der wirklich bei der Premiere da schon schaut. Deswegen versuche ich da jetzt auch immer dabei zu sein. Und es ist so schön, der Austausch mit euch. Es ist halt schon was anderes, wenn man auf einen Kommentar antwortet, wie wenn man sozusagen live chattet. Finde das total schön und ich werde jetzt auch immer versuchen, bei der Premiere auch mit am Start zu sein. Das war heute Morgen so schön und ich fand es so nett, einfach die Gespräche mit euch. Und ja, es war einfach schon so ein schöner Start in den Sonntag. Also heute ist Sonntag sozusagen und ich drehe gerade das Video, also für nächsten Sonntag. Und ja, es ist einfach total nett, der Austausch. Und ich habe mich so gefreut einfach über eure Kommentare. Und ihr seid alle so lieb. Und ja, ich kann das manchmal gar nicht fassen, so nette Kommentare zu bekommen. Und es ist einfach schön, so der Austausch mit euch. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ist einfach schön. So, jetzt muss ich das hier so ein bisschen hier rüber rutschen und da kann dann dieses Mädchen, ich habe irgendwie immer noch meine Hände so ein bisschen voll, kann dann das Mädchen hier so stehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das hier Sticker sind, ehrlich gesagt. Oder
Muss ich jetzt mal gucken. Ah ja, naja. Also geschafft jedenfalls. Jetzt muss ich es nur noch bei den anderen schaffen. Ich könnte mir eigentlich dann auch noch so ein Dings hier vorstellen. So ein Fichtenzapfen, Tannenzapfen. Da noch so irgendwie mit herzumachen. Gemacht. Jetzt schneide ich dieses Mädchen ein bisschen aus, weil das gefällt mir hier sonst nicht und bin gleich wieder da. So, ich hoffe ja, dass es von Windry auch schöne Wintersticker geben wird. Ich habe ein Sample von diesem Mistletoe Windry Mädchen. Aber nur als PET-Tape. Und ich finde diese Sticker halt einfach viel, weil sie auch größer sind, viel schöner. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwie... Ach, das habe ich jetzt nicht so schön ausgeschnitten. Ja, egal. Deswegen hoffe ich, dass es ein... Ja, irgendwie ein Tape geben wird. Also kein Tape, neue Mädchen, Wintermädchen. So, und jetzt überlegen wir mal, wie wir das machen. Soll ich... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier noch ein Mädchen herklebe, ist das nicht ein bisschen viel? Zwei Mädchen? So. Also meine Idee wäre jetzt, tatsächlich das so zu machen. Das hier zu lassen... Weil ich finde, es halt jetzt echt nicht so toll geworden. Aber mit dem gestempelten Blatt, also mit diesem Reststempelfarbe hier drauf, finde ich es eigentlich fast schon wieder irgendwie cool. Und das machen wir jetzt auch. Ich muss es jetzt nur hier... Ich nehme jetzt mal meinen letzten Rest von dem hier, weil ich da glaube ich besser, feiner, filigraner hier die Kleber auftragen kann. Oh, das ist halt noch echt total nass. Es hat jetzt so ein bisschen so einen Schimmer. Ich glaube, ich mache hinterher noch so ein bisschen Goldfarbe drauf auf dieses Blatt. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Oh Gott, ich muss es mal ein bisschen abtupfen hier. Das ist ja noch voller Farbe. Das drückt mir dann auf die nächste Seite. Ja, das hätte ich vielleicht auch mal vorher machen sollen. Das klebt auch irgendwie gar nicht. Ja, das wird spannend. So, jetzt versuche ich mal das hier ein bisschen abzutupfen. So. Ach Gott, was für eine Matscherei. Ja, ich hoffe, ihr hört jetzt gerade nicht meine Familie im Hintergrund, die hier irgendwie singen oder keine Ahnung, was da los ist. So, ja, also es tut mir leid, aber es gefällt mir einfach nicht. Und ich finde, man sollte dann, wenn es einem nicht gefällt, irgendwie eine andere Lösung finden. Und meine Lösung ist jetzt die. Aber ich finde es mit der Stempelfarbe an sich eigentlich ganz cool. Aber... Ja. Irgendwie halt nicht gestempelt. Also es ist... Bei den Mädels hat mir das so gut gefallen, aber bei mir, finde ich, ist es einfach nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Na gut, der Termin ist jetzt fast verdeckt, ne? Da
Die muss ich mir dann da unten nochmal hinschreiben. Was war das für eine Uhrzeit? Moment, 16 Uhr. Okay, das muss ich mir dann auf jeden Fall nochmal drunter schreiben, weil das wäre jetzt blöd, wenn ich den verpasse, nur weil da so ein riesen Blatt drauf klebt. Ja. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre hier so ein Sticker zu kleben. Also dieser Pilz ist jetzt ein bisschen groß. Der kleine vielleicht. Oder eben so ein Tannenzapfen. Ich habe noch andere Pilze. Aber habe ich die eigentlich hin? Volles Chaos hier. Hier habe ich noch Pilze. Aber ich finde, die passen jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, Washi ist, glaube ich, jetzt auch too much, wenn ich jetzt noch mit Washi. Aber es würde halt eigentlich gut passen zu diesem Ahornblatt. Da ist noch. Nee. Washi machen wir jetzt hier nicht auch noch. Ich glaube, ich nehme diesen hier und pack den hier noch so mit her. Und nee, das gefällt mir jetzt gar nicht so gut. Ich finde, das wird sonst zu viel. Das Einzige, was ich mir halt jetzt echt überlege, dass ich die hier noch hermache. Aber es ist irgendwie zu viel. Zwei Mädchen finde ich einfach zu viel. Ich glaube, ich lasse es so. Aber was mir jetzt hier oben fehlt, mir noch irgendwie was. Was könnte ich denn da noch hinmachen? Dieser Stempel ist halt so riesig. Dann stempel ich mir da wieder in den Termin rein. Und es ist ein wichtiger Termin. Soll ich hier vielleicht noch einen Stempel hermachen? Dann hätte ich den hier nochmal. Das passt halt auch von der Biegung her irgendwie nicht so. So vielleicht. Ja, komm. Und zwar in dem Grün. Ich glaube, in dem Grün machen wir das. Muss ich ein bisschen schauen. Ja, passt. Passt ganz gut. Und tatsächlich glaube ich, ich mache das auch noch mal hier unten. Finde den grünen Faden dazu eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich schön. Ich hätte den auch grün machen sollen. Ja. Ich glaube, die wilde Farbschlacht ist jetzt vorbei. Den mache ich gleich sauber. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo was hinmache. Aber so richtig fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Was mir halt nicht so gut gefällt, ist dieses Blatt hier. Aber andererseits kann ich das jetzt auch schwer überkleben. Oder warte mal, ich könnte halt, wenn ich das hier nochmal wegmache, okay, warte,
Mir fällt was ein. Ich mache jetzt was ganz was anderes. Ich klebe jetzt hier diesen Pilz her. So. Daneben das hier. Den hier und den hier. So finde ich es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ja, hier drin, glaube ich, lasse ich das jetzt einfach mal noch frei, um wenigstens irgendwas reinschreiben zu können. Ja, ich denke, so lasse ich es. Ich hoffe, das klebt hier. Es ist sehr instabil. Ja, ich denke mal, so lasse ich es jetzt. Ich finde es jetzt eigentlich ganz schön. Ich hoffe nur, dass es hier alles so hält und klebt. Ach nee, stopp. So lasse ich es nicht. Ich habe hier so Gold-Antikpaste. Und die machen wir da jetzt drauf. Mit einem kleinen Pinsel. Weil ich glaube, dass das ganz gut aussehen könnte. Läuft die Kamera eigentlich noch? Ja. Also ihr seid noch mit dabei. Und jetzt machen wir hier so ein bisschen Goldschimmer drauf. Sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera halt nicht. Aber ich sehe es. Und ich finde halt so ein bisschen Goldschimmer auf so einem Herbstblatt hat schon was. Ich hoffe nur, dass es nicht mit der Zeit zerbröselt. Also die Blätter sind zwar gepresst, aber nur 2 Tage, weil die Grundschule das halt am Freitag gesagt hat. Und jetzt ist halt, morgen brauchen sie es schon. Und deswegen haben wir die jetzt nicht so lange gepresst. Deswegen sind die hier auch noch so ein bisschen, naja. Gut. Passt, finde ich. Jetzt habe ich Lust, noch ein bisschen so zu matschen. Kann man eigentlich mit einem Pinsel, wenn man jetzt hier noch so ein bisschen... Das geht schon. Ich möchte hier noch so ein bisschen rot... Könnt ihr natürlich jetzt auch mit Acrylfarbe machen, aber ist keine Lust, extra wieder hier die Farbe auszupacken. Ja. Hat schon was. Okay. So lassen wir es jetzt einfach. Ja, dann verabschiede ich mich für heute, von diesem Video. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, ich finde jetzt, trotz des Gematsches ist es eigentlich noch ganz gut geworden. Und ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier die 2 Abdrücke. Vielleicht mache ich hier jetzt noch ein bisschen was. Mal gucken. So, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.